Ich bin Hauptkommissar Karl Held vom OK. Abteilung verdeckte Ermittlung. Charlie, Otto. Hau ab. Ich brauch was. Hau ab. Ihr könnt mich doch jetzt nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Ich dreh durch, Jungs. Danke, Charlie. Vergesse ich dir nie. Zwei Typen wollten uns Belege über einen geplanten Subventionsschwindel in den neuen Bundesländern verhökern. Wo sind die Papiere? Unten im Auto. Damit hofften wir, endlich den Paten von Frankfurt festnageln zu können. Jan Herzog. Aber dann wurde mein Partner erschossen. Für mich stand fest, dass Herzog dahinter steckte. Janusz Herzog. Früher mal Rausschmeißer. Türsteher im Rotlichtmilieu. Heute einer der reichsten Immobilienbesitzer der Stadt. Seine legale Fassade, Herzog Investments. Aber mit einem Bein steht er natürlich noch immer im kriminellen Milieu. In der Rolle eines ehemaligen Stasi-Offiziers, der brisante Informationen zu verkaufen hat, versuchte ich, an ihn ranzukommen. Als ich ihm durch einen Zufall das Leben rettete, fing er an, mir zu vertrauen. Sie gründen eine Firma in der Schweiz. Ich bin beteiligt, aber nicht dabei. Keine Verbindung zu irgendeiner von meinen Gesellschaften. Die soll ich leiten. Kennen Sie den alten Markt? Bitte, meine Damen und Herren, bitte! Herr Herzog interessiert es doch nur die schnelle Maut! Wieso den Herzog? Und dafür geht er über Leichen! Wieso den Herzog? Die Schon auf das Gerücht hin, dass Grundstücke und Gebäude am alten Markt, bisher ganz in städtischem Besitz, von einer privaten Grundstücksgesellschaft übernommen werden sollen, kam es heute zu spontanen Protesten der Anwohner. Den Deal mit dem alten Markt eingefädelt hatte Hans Möllbach, einflussreicher Landespolitiker und Freund von Herzog. Roundabout 300 Millionen. Wegen der dauernden Lebensgefahr brauchte ich einen zuverlässigen Begleiter. King wurde mein Chauffeur und Bodyguard. Im wirklichen Leben Erich Grobecker, ein frühpensionierter Polizist. Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Ich würde es suchen. Und ich würde es auch finden. Was ist denn los? Offenbar wird er geklaut. Ich weiß einfach nicht, worauf du hinaus willst. Ich möchte jetzt rauchen, klar? Und du bietest mir Feuer an. Moment mal! Sie halten sich da raus, Herr von Hellberg. Worauf wartest du? Tu einfach so, als hättest du einen Scherz gemacht. Sag, es war nur ein Spaß und alle sind zufrieden. Jetzt habe ich dich aber erschreckt, nicht wahr? Haha. Komm, sei ehrlich, der Spaß ist mir gelungen. Soll ich mit dem Typen da Brüderschaft trinken? Was meinen Sie, Baba? Charlie? Jan? Wer sagt's denn? Er kann ja noch rot werden. Er kann ja noch rot werden. Tu das nie wieder, mein Freund. Tschüss, du. Nie wieder mit einem Gast von mir. Also? Das Attentat auf dich. Goldstein steckt dahinter. Habt ihr den Polen? Wir sind zu spät gekommen. Die Bullen hatten ihn schon kassiert. Drogenbesitz. Aber die Leipziger Transportfirma, bei der er beschäftigt war, gehört zu Trade Court Limited. Eine von Jerry Goldsteins Firmen. Was Neues über den verdeckten Ermittler? Mein Verbindungsmann bei der Polizei ist dran. Es gibt ihn sicher. In deiner unmittelbaren Umgebung. Ern, du weißt, dass ich von Hellberg nicht traue. Ich habe ihm eine Falle gestellt. Von zwei Drogenhändlern erzählt, die eine Menge Age anbieten. Niemand außer ihm weiß davon. Gibt wohl ein
ein paar, die mich fertig machen wollen. Sollen sie es versuchen. Haben schon viele, auf die verschiedenste Weise, mich fertig machen wollen. Da bin ich wirklich ein alter Hase. Nichts glauben, was du dir da gleich. Herrgott, es war ein Spaß. Versteht ihr denn alle keinen Spaß? Das Ding lag im Regen und ich hab's eingesteckt, damit es nicht nass wird. Und dann hab ich's halt vergessen. Und bist du mal einen Moment stehen. Lass mich los. Wir fahren jetzt. Was glaubst du überhaupt, mit wem du redest? Deine ganzen blöden, beschissenen Freunde, das sind doch alles Arschlöcher. Nein, die kommen nicht mit. Spitz, willst du mich hier unmöglich machen? Jetzt komm. Du bist doch viel zu betrunken, um zu fahren. Ich mich doch nicht. Hilfe! Ah, Hilfe! Hilfe! Schrei! Hilfe! Mal versucht, bei dir zu landen? Charlie. Hat er? Er ist dein Freund. Hat er? Nein! Charlie. Du brauchst einen Freund. Dich brauche ich. Aber nicht so nötig. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin ein schlechter Freund. Ich will dich nicht als Freund. Bin ich ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist das Beste. Solche Frauen liebt man ewig. Fertige Frauen kriegt man leicht über. Wertvolle sowieso. Aber so eine wie du. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Die regt die Fantasie an. Was rausgekriegt? Herzog fliegt morgen nach Florenz. Will sich dort mit Vincente treffen. Schnauze. Ihre Geschäftsunterlagen, Herr Kaltenbach. Ja. Ich habe sie durchgelesen. Und, alles in Ordnung? Fuck you. Von Gehlen hatte ich die Namen von zwei Heroinhändlern aufgeschnappt und sie an meine Vorgesetzten weitergegeben. Jürgen Drögel hatte den Fall übernommen. Und kannst du das Essen hier empfehlen? Nehmen Ossobuco. Für mich auch. Ja. Und vorneweg ein bisschen Pasta. Ich muss mal schiffen. Ja, wenn du musst, dann musst du. Ein Wein, bitte. Die zwei am dritten Tisch rechts. Der eine mit Schnurrbart, die Ware ist in der Reisetasche. Da. Hey, 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 hinten, Endo!
Platz, Platz. Mensch, das hätte sie eben erleben sollen. Tür geht auf, die Schmiere kommt reingestürmt, nimmt da drüben zwei mit. Gott sei Dank haben sie uns nicht geholt. Ja, das klingt nach Polizeiklamotte, das ist aber leider wahr. Wissen Sie, die Ineffizienz unseres Beamtenapparats, alles bleibt folgenlos. Fehler, Versäumnisse. Na, aber in dem Fall hat die Ineffizienz des Beamtenapparats... Na schön, in diesem speziellen Fall hat das Versagen der Kollegen, wie wir später erfahren haben, unserem verdeckten Ermittler ausnahmsweise genützt. Herr von Helbert, ich hätte gerne noch eine Unterschrift von Ihnen. Hallo? Herzog Investments, Gliss? Sag mal. Ja, selbstverständlich, das notiere ich mir. Deine beiden Heroinhändler. Wie geht's denen eigentlich? Die sind noch auf freiem Fuß. So eine schöne Falle und keine Maus am Speck. Na sowas. Charlie! Auf einmal begriff ich, dass ich nur durch einen Zufall davon gekommen war. Am nächsten Tag reist der Herzog nach Florenz, um sich mit Vincente und Jerry Goldstein zu treffen. Ich habe die Zusagen von verschiedenen Bundestagsabgeordneten, einflussreichen Leuten, dass eine Legalisierung des Drogenhandels nicht in Frage kommt. Eine Gefälligkeit, Jerry, denn an Ihrem Geschäft bin ich nicht mehr beteiligt. Ja, wait a minute. Wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben gut verdient. Aber jetzt ist es an der Zeit, unsere Geschäftsverbindung aufzulösen. Nobody wants that. So ist es nun mal. Perché non possiamo investire nel suo progetto edilizio del mercato vecchio di Francoforte? Warum sollen wir nicht in ihr Bauvorhaben am alten Frankfurter Markt investieren? Senza problemi, il nostro denaro. Dadurch könnten wir unsere Gewinne problemlos sauber waschen. Keine Geldwäsche. Bedauere, Signor Vincente, für mich ist es Zeit, mein Haus zu bestellen. Meinem Nachfolger möchte ich einmal ein völlig legales Unternehmen hinterlassen. My successor, I want to leave behind a completely legal operation. Bist du drin oder draußen? Ja, ich bin hier drin. Mein Blatt ist noch voll raus. Du meinst, es riecht nach Scheiße. Wollen das? Darauf, du Dumpfbacke. Er sollte sich hier ablegen unter V. Wie Vollidiot. Erinnerst du dich noch an Lasky? Lasky? Mord an Otto. Scheint so, als hätten wir den Komplizen. Wer denn? Bruder von Michel Berger. Nein! Hier bitte unterschreiben. Kriegt Charlie jetzt Schwierigkeiten? Er hat Ihnen Drogen beschafft, wenn Sie ihm Informationen besorgt haben. Das stimmt doch. Er hat Ihnen Weißes gegeben, weil Sie ihn mit Ihrem Freund Lasky zusammengebracht haben. Ja?
Scheint fast so, als ob es unter Ihren Beamten inzwischen üblich geworden ist, mit Drogen zu handeln, um an Informationen ranzukommen, Herr Kilian. Woher haben Sie denn diesen Schwachsinn? Wir sind Polizisten, keine Dealer. Also, wir müssen nun entscheiden, ob wir Anklage erheben gegen Herrn Held oder nicht. Wissen Sie, wenn Sie das tun, dann wollen Sie Operation Bernstein mit Mann und Maus versenken? Im Augenblick scheint mir das weniger relevant. Für mich ist das durchaus relevant. Hatten Sie jemals den Eindruck, dass Held ein unehrlicher Mensch ist, Herr Dr. Kieler? Was meinen Sie damit? Na, unaufrichtig. Moralisch nicht ganz einwandfrei. Nein. Bloß nein? Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm voll und ganz. Blind? Nein, nicht blind. Held ist ein hervorragender Polizist. Er ist intelligent, er ist anpassungsfähig, sehr schnelle Auffassungsgabe. Er macht gute Arbeit. Vielleicht etwas zu ehrgeizig. Setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Ergebnisse präsentieren zu können. Lässt doch mal fünf gerade sein. Dr. Holzer meint, ob es denkbar ist, dass verdeckte Ermittler sich derart hochpushen, dass sie die Gesetze außer Acht lassen, um Ergebnisse vorzuweisen. Nein, das ist nicht denkbar. Trotz Ihres grenzenlosen Vertrauens in den Frontkämpfer haben wir nun mal die Aussage dieses V-Mannes. Was ist denn das für ein Zeuge? Ich respektiere Ihre Loyalität. Auch ich empfinde Loyalität. Nicht nur meinem Amt gegenüber. Und nicht nur Ihnen und Ihren Leuten gegenüber, die täglich ihr Leben riskieren. Sondern auch gegenüber meinen Grundsätzen. Wenn wir Held jetzt anklagen, dann frage ich mich allerdings auch, welcher Polizeibeamte sich dann noch motiviert fühlen wird, seine Haut zur Markte zu tragen und mehr zu tun, als wozu ihn sein Dienstvertrag unbedingt verpflichtet. Mein Großvater war Jurist und mein Vater auch. Und ich bin Jurist geworden, weil ich unbedingte Achtung vor dem Gesetz habe. Und wenn auch nur ein Vertreter des Gesetzes, ob Polizist oder Staatsanwalt, wenn auch nur ein Gesetzesvertreter das Gesetz missachtet und wir lassen das durchgehen, weil er einer von uns ist, dann wird nichts mehr funktionieren. Ich meine, so einfach ist das. Geheimnisse? Wir gehen noch einen trinken. Ne? Der Typ, der den Kollegen von mir umgebracht hat. Lasky. Ich weiß jetzt, wer sein Komplize war. Ronny. Ronny Berger? Der Bruder von dieser Schlagersängerin Michelle, genau. Haben Sie inzwischen rausgefunden, wer der verdeckte Ermittler ist, der auf Jan Herzog angesetzt ist? Nein. Tut mir leid. Hast du eine Glatze? Bei Glatzen hilft nur eins. Ich denke gar nichts. Doch, doch, doch. Warmer Katzenurin. Na gut, stinkt ein bisschen. Aber dafür wachsen nicht nur die Haare nach, sondern kommt auch der Knüppel aus dem Sack. Was das angeht, brauche ich hier ein Beruhigungsmittel. Ihr Einstellungsvertrag. King, mach Tote lebendig. Zu stark? Genau richtig. Soweit alles klar? Völlig. Ich bin das Aushängeschild, die Fäden zieht ihr. Korrekt. Die Gelackmeierten sind die Mieter am alten Markt. Irgendwann wird ihnen gekündigt. Was ist, wenn welche nicht ausziehen wollen? Es gibt Mieterschutzgesetze. Das kriegen wir schon hin. Aber wenn die Stadt einen Rückzieher macht, weil die Leute an die Öffentlichkeit gehen. Schlimmer als eine Frau, dieser Kerl. Wieso denn? Was? Wo? Wann? Letzte Seite bitte unterschreiben. Da unten rechts.
Am Ende gibt's einen dicken Batzen Kleingeld, Charlie. Wir kommen an Bord. Eine Unterschrift brauche ich noch. Die erste Rate in die Stadt. Bei von Hellberg? Ja. Für dich. Entschuldigung. Ja? Ich wollte nur fragen, wann Sie den Wagen zur Inspektion bringen, Herr von Hellberg. Am besten unverzüglich. Nein, später gibt es Probleme mit den Terminen. Ja. Ein Verfahren gegen mich. Noch ist ja nichts entschieden. Ihre Zeit, die Staatsanwaltschaft gehört schließlich zu unserer Seite, auch wenn es mal Differenzen gibt. Die würde doch nie eine laufende Ermittlung gefährden. Und ob die das würde, genau das machen jetzt Sie. Jetzt mal ganz easy, ganz ruhig. Selbstverständlich haben Sie nie Rauschgift an Informanten weitergegeben. Niemals. Na bitte, keine krummen Deals. Gar nichts ist geschehen. Alles Irrtümer, Verwechslung. Wir sind den Schmutzfüßen, die uns was anhängen wollen, doch völlig ausgeliefert. Die können doch alles über uns erzählen. Das stehen wir durch, Charlie. Wenn Sie vor Gericht als Zeuge gegen Herzog auftreten, dann darf nicht der leiseste Zweifel an Ihrer Integrität bestehen. Sie müssen sauber sein. Gibt's was Erfreuliches? Nur, dass Ihnen unsere Verwaltung wieder auf der Spur ist. Es fehlen Belege. Und Sie haben die genehmigten Kosten um 30% überzogen. Sie sollen mich mal. Was machst du eigentlich mit dem Haufen Geld? Das verschiebe ich in die Schweiz. Die mich jetzt dauernd vernehmen. Wenn es zu einem Verfahren kommt, dann... Noch ist es ja nicht so weit. Dann hängt es doch an einem seidenen Faden, dass meine ganze Legende plötzlich auffliegt. Dann bin ich doch geliefert. Raus mit der Sprache. Du hast doch, dich steht doch an. Also, was bedrückt dich? Nichts, Jan. Kann ich was für dich tun? Soll ich dir helfen? Nein, wirklich nicht.
Vielleicht hast du Probleme mit den Bullen. Oder den alten Freunden, soll ja vorkommen. Also sag's mir und ich regle das. Jan. Du, vertrau mir. Die Italiener sagen, wenn einer seine Freunde nicht kennt, hat er den Tod verdient. Verdammt nochmal, vielleicht willst du mal eine Zeit lang verschwinden. Doch, hör mir zu und hör mir gut zu. Wenn du das möchtest, dann tu's. Verschwinde. Ich habe ein Haus in Puerto Rico und eins in Mexiko. Sehr schön. Oder in Rio. Wohin auch immer du willst. Brauchst du Geld? Ich geb's dir. Schreib eine Summe rein und flieg, wohin du willst. Die Welt ist groß. Jan. Und wenn du weißt, wo du eine Zeit lang bleiben willst, dann sag's mir. Dann schenke ich dir nochmal. Was auch immer du brauchst. Das ist nicht nötig, Jan. Na komm. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Umso besser. Mal kotzen? Nein. Doch, ich seh's dir an. Oh Gott, ist mir übel. Charlie. Komm, setz dich mal dahin. So. Soll ich dir den Schnaps holen? Jetzt Bäuchlein streicheln. Ne? Tief durchatmen. So, hier. Ach, King. Was ist? Was hast du? Komm, spuck's aus. Ich bin dein bester Freund. Klar? Und so ein schräger Vogel wie ich. Wenn ich ein bisschen nachdenke, kann ich die schlimmsten Geschichten, ich bin die wieder gerade. Ja, weil mir immer was einfällt, um da rauszukommen. Ich meine, ich könnte in einem abstürzenden Flugzeug sitzen, ja? Und 2 Meter über dem Boden, da fällt mir noch was ein, wie man da heil rauskommt. Bestimmt, Charlie. Komm. Ja, ja. Du bist ein Spinner, King. Hey. Konturen verwischen sich. Das ist mein Problem, weißt du? Komm. Manchmal weiß ich nicht mehr, was recht ist oder unrecht. Wahr oder unwahr. Die Staatsanwaltschaft will mir was anhängen und die Typen, hinter denen wir her sind, machen sich Sorgen um uns. Möchten helfen. Von den Kollegen, denn Vorgesetzten. Wenn's hart auf hart kommt, kneifen die alle. Kannst du Gift draufnehmen. Da steht keiner zu uns. Nur Jan Herzog. Und den wollen wir in den Knast bringen. Den wollen wir fertig machen. Mensch, Charlie. Charlie!
Was denn? Was denn? Wollen die immer weniger arbeiten und mehr verdienen? Reden Sie doch keinen Unsinn. Ich habe mir Ihren Kostenvoranschlag für den alten Markt genau angesehen. Wir reden morgen drüber. Bienchen. In dem grässlichen Ding willst du los? Genau das Richtige, um sich mit Bauführern zu treffen. Was machst du heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht hocke ich mich vor die Glotze. Vergiss mich nicht. Ich werde mein Bestes versuchen. Und bisher hat es ja immer gereicht, oder? Fährst du gleich wieder zurück? Na, eigentlich wäre es schön, wenn du Barbara nicht so lange allein lassen würdest. Okay, wie du willst. Ist die Luft rein? Alles in Ordnung. Bis später. Stellst du hier ein? Blitz auch? Da musst du drauf drücken. Hat Papa dir mal was Feines mitgebracht? Danke, Papa. Kriege ich auch so ein tolles Fahrrad wie der Blödmann von nebenan? Der Sohn vom Zahnarzt. So viel Geld verdiene ich nicht, weißt du? Hättest du mehr lernen müssen. Warum hast du nicht? Ist irgendwas? Wieso? Bist du schlechter Laune? Soll ich miterzählen? Nein. Nein. Beim Essen eben warst du so abwesend. Nein? Ja? Muss ich mir Sorgen machen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Also was los? Komm, sag mir schon, was los ist. Zum Teufel, ich weiß selber nicht, was los ist. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass deine dauernden Überstunden wirklich immer nur im Büro stattfinden. Vielleicht liebst du eine andere. Fällt dir nichts Originelleres ein? Also was? Warum sagst du nichts, Scheiße? Ist es ein Verhör? Ich hab dich nur gefragt, ob du vielleicht mit einer anderen rumbummst. Bist du jetzt Polizei? Hm? Ach Gott, ist das alles Schrott hier! Hey, du redest von unserem Zuhause! Kann ich dir helfen? Sag. Wenn dich irgendwas bedrückt, kannst du es mir ruhig sagen. Na schön. Nehmen wir an. Ja. Ich habe mich in eine andere verliebt. Wirklich? Nein, nein, aber manchmal scheint es beinahe so, als wolltest du, dass ich ja sage. Spinnst du? Was ziehen Sie denn heute Abend an? Oh, na ja, es ist ein Empfang des Oberbürgermeisters, da dachte ich, oh Gott, vielleicht nicht zu dekoltiert? Ach was. Immer zeigen, was man hat. Wir stecken es hoch, hm? Steht ja sehr gut. Oh, super. Für die Bühne.
Oh Gott, ich trete gleich nach der Rede des Ministerpräsidenten auf. Herr Möllbach ist auch da? Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Kaltenbach betrügt sie. Was macht man mit so einem Stück Scheiße? Er gibt sich nicht mal besondere Mühe, es zu kaschieren. Menschenskinder, habt ihr mich erschreckt? Du betrügst mich, Ronny. Herr Herzog? Jetzt will ich die Wahrheit wissen. Wie kommen Sie denn auf sowas, Herr Herzog? Ich habe nichts getan, womit ich Sie verärgern könnte. Nein. Nichts mit Lasky gekungelt? Keinen Bullen umgelegt, um mich in Schwierigkeiten zu bringen? Ich bin unschuldig, Herr Herzog. Ich... Erzähl mir nicht sowas, Freundchen. Das beleidigt meine Intelligenz. Für wen arbeitest du? Stück Scheiße. Tut mir nichts, bitte. So leicht täuscht man mich nicht, Ronny. Wer hat die Idee gehabt, den verdeckten Ermittler kalt zu machen? Sollte die Polizei gegen mich ermitteln? Sollte ich denken, dass Vincente dahinter steckt? Pack aus, Ronny. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wer hat dich in den Knast reingeschleust, um Lasky kalt zu machen? Bleib ruhig hier, Charlie. Wir haben eine Menge zu besprechen, aber vorher muss ich mich mit dem da befassen. Komm ruhig näher, Charlie. Im Büro hat man mir gesagt, dass ich dich hier finde. Gucken dir an. Versucht, mich reinzulegen. Nein, nein. Für meine Freunde bin ich wie eine Lebensversicherung. Aber wer mich hintergehen will... Warum die Schießerei vor dem Aphrodite-Club? Ich weiß alles, Ronny. Siehst du? Warum sollte ich glauben, die Italiener stecken dahinter? Was zu trinken? Wer versucht, uns aufeinander zu hetzen? Jetzt pack endlich aus, Ronny. Hast du darum das Lokal von Vincente angezündet? Nein! Wer denn? Du bist der Bruder von meiner Freundin, Ronny. Ich werde mir die Hände an dir nicht schmutzig machen. Also hab keine Angst. Wir sind nicht die Bullen. Du fliegst raus und basta. Mehr passiert dir nicht. Aber jetzt pack endlich aus. Wer steckt hinter allem?
Was? Du musst deutlicher reden, ich verstehe dich nicht. Kaltenbach? Rudi Kaltenbach. Und wer gibt die Befehle? Wer ist in Wahrheit der Drahtzieher? Goldstein. Jerry Goldstein! Ich brauche deine Unterschrift für eine Zahlungsanweisung. Geh mir noch nebenan. Warum, Ronny? Warum? Du bist entlassen. Verpiss dich. Und lass dich hier nie mehr blicken. Kannst du auch nicht schlafen? Was ist los? Er war es nicht, King. Herzog. Die ganze Zeit waren wir auf der falschen Fährte. Das verstehe ich nicht. Wieso weiß Herzog auf einmal über Ronny Bescheid? Dass er der Komplize von Lasky war. Außer dir konnte ihn doch niemand identifizieren. Wem hast du alles von ihm erzählt? Außer mir. Der Typ, der den Kollegen von mir umgebracht hat. Lasky. Ich weiß jetzt, wer sein Komplize war. Ronny. Ronny Berger? Der Bruder von dieser Schlagersängerin, Michelle, genau. Haben Sie inzwischen rausgefunden, wer der verdeckte Ermittler ist, der auf Jan Herzog angesetzt ist? Nein. Tut mir leid. Rausgekriegt haben wir es durch die Telefonüberwachung. Rüdiger. Arbeitet nebenbei für die Detektei von Gehl. Rüdiger kenne ich seit über 15 Jahren. Ich bin Patin bei seiner Tochter. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr ihn euch geschnappt? Sehr heikel, da müssen wir sehr sensibel rangehen. Was heißt das? Streng genommen haben wir nichts in der Hand gegen ihn juristisch. Die Telefonüberwachung ist nur genehmigt worden im Zusammenhang mit irgendwelchen Rauschgiftgeschäften. Bei allem, was wir sonst erfahren, müssen wir weghören. Das wissen Sie doch. Dann läuft ein Verräter also weiter frei rum. Ich kann ihn nicht mal entlassen. Da würde der Betriebsrat nicht mitspielen. Also bleibt er weiter an seinem Schreibtisch. 2 Kaffee, 13,90. 15, aber ich brauche eine Quittung. Bitteschön, bitteschön. Vorbegleit. Kannst du mir verraten, wer zum Teufel da eigentlich was mit wem anstellt? Rüdiger lassen Sie unbehelligt. Aber mir will die Staatsanwaltschaft einen Kragen. Noch hat Rüdiger dich nicht verpfiffen. Noch. Manchmal hat man das Gefühl, sich selbst beim Verlieren zuzusehen. Dr. Möllbach ist sehr in Eile. Trotzdem möchte er Sie unbedingt noch vor der Kabinettssitzung sprechen. Bitte sehr. Ach, Herr Dr. Schwind. Ah, Herr Oberle. Immer noch unschlagbar beim Golf? Altherrengolf. Was für ein Handicap haben Sie jetzt? 18. Bei meiner Kondition schaffe ich das nie. Zu viel Sitzungen, zu viel Bierchen. Rufen Sie an, ob das klar geht, ne? Ja. Tja, keine langen Vorreden, meine Herren. Wir haben alle wenig Zeit. Operation Bernstein. Alles kalter Kaffee, was war?
Wer behauptet das? Haarsträubendes Zeug. Über geplante Grundstücksschiebereien am Alten Markt. Über angebliche Beteiligung Schweizer Bankhäuser. Renommiertester Institute. Ich bitte Sie. Stammt doch alles aus dieser Quelle, nicht wahr? Für uns ist die Quelle sehr ergiebig. Wir sind nicht verpflichtet, uns dazu zu äußern. Ist der Agent noch aktiv? Aktiv, ja. Agent oder Agentin? Ich erhebe Einspruch, Herr Dr. Möbach. Niemand will hier Ihre Ermittlungen behindern, nicht wahr? Lasst Gerechtigkeit walten. Auch wenn die Welt einstürzt. Aber Operation Bernstein verschlingt eine Haube Geld, nicht wahr? Dauernd soll ich Mittel nachbewillige. Dabei müssen wir sparen, gell? Eisern! Und letzten Endes sind doch diese ganzen Erkenntnisse Ihres Agenten doch nicht im geringsten überprüfbar. Glaub's oder glaub's nicht? Fries Vogel oder Stepp, gell? Das uns bereits vorliegende Beweismaterial rechtfertigt. Bitte, rechtfertigt meines Erachtens. Können wir uns auf Informationsmaterial einigen, statt auf Beweismaterial? Nicht, dass überall verblind werden, gell? Solange mir niemand Salz in die Augen streut. Will das jemand? Ich habe den Eindruck, ja. Das ist absoluter Unsinn. Na? Der Minister. Sehen Sie mir nach, wenn ich eben etwas ruppig war. Niemand will Ihnen die Tour vermasseln, aber die Kosten habe letzten Endes ich zu vertreten. Ja. Stimmt es, dass die Staatsanwaltschaft im Augenblick gegen Beamte von Ihnen ermittelt? Ob der betreffende Beamte tatsächlich Drogen am Informanten weitergegeben hat, ist noch nicht erwiesen. Trotzdem, für die Medien ein gefundenes Fressen. Darum, bei allem, was Sie unternehmen, Fingerspitzengefühl. Sind wir uns doch einig, gell? Wenn man bei Ermittlungen in gewisse Kreise vordringt, kennen wir schon, dann kommen plötzlich ständig Anfragen aus dem Ministerium. Persönliche Berichterstattung wird gewünscht. Also wenn man nicht sput, man fliegt nicht gleich raus, aber es gibt natürlich eine Menge bürokratischer Möglichkeiten, einem das Leben schwer zu machen. Aus rein dienstlichen Bedürfnissen wird man zum Beispiel zum Fahrraddiebstahl versetzt, so in der Art. Politiker hören halt nicht gern, dass es organisierte Kriminalität hier bei uns gibt. Sonst müssten sie erklären, warum sie so wenig dagegen unternehmen. Seit Jahren versuchen wir, an Herzog ranzukommen. Endlich sitzen wir an der Quelle und für Herrn Möllbach ist alles kalter Kaffee. Dumm von Ihnen. Einen wie Möllbach macht man sich nicht zum Feind. Sie hätten auf keinen Fall die Ermittlungsergebnisse weiterleiten dürfen. Ja, und ich habe einiges davon erwähnt, um die Erfolgsaussichten der Operation Bernstein zu unterstreichen. Das könnte ja auch alles bei einem Telefongespräch mitgehört worden sein. Herzog spricht aber nicht am Telefon über seine Schweizer Kontakte. Er steckt doch keine Namenslisten in irgendeinen Briefumschlag. Verstehen Sie, der Kreis der Leute, die Bescheid wissen, ist sehr, sehr überschaubar. Was blieb mir anderes übrig? Möllbach vertritt die vorgesetzte Dienststelle. Bei einem Herzogfest neulich. Wir haben auf Video aufgenommen, wer da alles vorfährt. Dann wollen wir die Kennzeichen überprüfen. Bei einem verweigert Flensburg die Auskunft. Ich protestiere darauf und teilt mir das BKA mit. Es würde den Fall übernehmen. Wir schicken brav die Videobänder dahin. Auf dem Weg von Frankfurt nach Wiesbaden gehen die verloren. Wollt Sie damit etwas sagen? Es ist eine Verschwörung. Eine massive Verschwörung. Nun machen Sie aber einen Punkt. Wir sind immer noch in Deutschland, nicht in Italien. Nicht in einer südamerikanischen Bananenrepublik. Ab und zu ist ja vielleicht auch bei uns was nicht in Ordnung. Aber früher oder später setzen sich Anstand und Gesetz durch. Und die richtigen Kräfte behalten die Oberhand. Davon bin ich überzeugt. Und daran glaube ich. Der Wagen, dessen Autonummer uns verweigert wurde, wir haben den Besitzer trotzdem rausgekriegt. Möllbach. Also diese ganze lächerliche Verschwörungstheorie. Wenn man niemandem mehr trauen kann, wird ein Land gefährlich. Thank you.
so wunderschön wie heute. Hey. So, Alter. Hallo. Ach, klasse. Hallo. Sehen wir uns gleich oben. Hallo, klar. Ja? So ein Tag. Rüdiger. So hey, Rüdiger. Wenn du zu Bände spielst. So ein Tag. Ich freu mich schon. Es stimmt doch, dass viele V-Leute süchtig sind. Kann sein. Und sie benutzen auch Süchtige als Informanten. Dürfen wir nicht. Soll ich Ihnen mal die Richtlinien zur Führung von V-Personen besorgen? Aber Sie können nicht ausschließen, dass Ihr verstorbener Kollege Informanten mit Drogen versorgt hat. Das will ich nicht ausschließen. Öfter? Vielleicht einmal. Sie haben das nicht getan? Nein. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Da sind Sie ganz sicher. Ja. Sie haben die Aussagen dieser V-Person gelesen. Dieses Transvestiten. Ich frage Sie noch einmal, Herr Held, ob irgendwas davon wahr ist. Nichts. Nicht eine Einzelheit? Kein einziges verdammtes Wort. Was hat ihm die Sitte für seine Aussage versprochen? Hauptkommissar Held hat viel Humor. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ei, gut, haben wir wieder da? Hm? Ein Schwachsinn, dass die dich zwingen, hierher zu kommen. Als das Zeug über die deutsche Grenze kam, erklärt irgendein Provinzstaatsanwalt, nein, das Risiko wäre ihm zu groß. Meine Kurden werden festgenommen, die ganze Aktion ist im Arsch. Moment, jetzt kommt's doch erst. Wir waren 6 Observierungsteams, immer 2 Leute in einem Fahrzeug. Gestern krieg ich einen Anruf von unserer Rechnungsstelle, warum wir nicht einen Bus gemietet hätten. Der wäre bei 12 Personen doch billiger gekommen. Ein Bus! Stellt euch vor! Das ist doch typisch, wenn Wunderten das noch. Ehrlich. Hey, Charlie. Rüdiger. Was treibst du so? Du siehst schlecht aus. Hast du abgenommen? Doch, Charlie. Mensch, Florian, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da warst du so groß. Ja. Meine Frau musste zu ihrer Mutter, deshalb habe ich ihn mit hergebracht. Gratuliere zur Beförderung. Hier, probier mal die Rospenfröbchen. Danke. Jetzt feierst du mit uns. Mensch, ohne Treibstoff? Bier ist in Arbeit. War ordnungsgemäß zur Beförderung vorgeschlagen. Personal hat dazu gestimmt. Wir mussten ihn befördern. Sonst hätte jemand was gemerkt. Dankeschön. Bitte. Zum Wohl. Prost. Prost. Wissen Sie, wie ich Rüdiger kennengelernt habe? Ich war noch bei der Streife. Ein paar besoffene Schläger wollten mich fertig machen. Ich lag schon auf dem Boden. Da hat er mich rausgehauen. Styroporplatten an der Außenwand dienen ja nicht nur der Verschönerung, sondern auch der Wärmedämmung. Möchte jemand so? Die Mieter sparen durch unsere baulichen Veränderungen, also künftig Heizung. Ja, dann darf die Rüdli Properties auch die Mieten erhöhen. Na also. Er arbeitet nur noch 75 Stunden in der Woche. Bei dieser ganzen AIDS-Scheiße heutzutage, ich meine bei diesen vielen AIDS-Fällen, da wäre es doch sinnvoll zu heiraten, nicht wahr? Ja, stellen Sie sich mein Dilemma vor. Ich liebe große Frauen, aber ich liebe auch reiche Frauen.
Jetzt habe ich letztens eine tolle Witwe kennengelernt, steinreich, aber knapper als 60 groß. Heirate sie und stell sie auf ihr Geld. In Paris ist ja aufregend. Bitte nehmen Sie Platz. Aber keinen Fall, ich kenne den Kollegen. Und zum Nachtisch Hausmusik. Nein, so. Schön. Was soll ich eigentlich morgen in Zürich tun? Du gehst mit den Geldgebern essen? Erzählst den Typen, was sie hören wollen. Wie schnell die Arbeit im alten Markt vorangeht, wie viele Wohnungen schon geräumt sind, in der Art. Vorsicht, Dotter. Hat mich ein Vermögen gekostet. Mit der Lupe gemalt. Kannst du das bei meiner Bank in Zürich einzahlen? Ist da auch was drin? Pour moi? Provision. Ein Viertel Prozent? Halbes. Das ist richtig. Aber klar, mein Junge. Umsonst ist nicht mal der Tod. Auf dieses Konto. Vorsicht. Ich hol's nachher ab. Ihre Provision addieren wir später zu dem anderen. Glatt. Ich durchschau den nicht. Jan schätzt ihn aber. Ja. Was soll man da machen? Barbara. Weiß ich doch nicht. Ich denke jetzt Friseursalon. Wieso weißt du das nicht? Nee. Ich habe dich gebeten, sie im Auge zu behalten. Hast du gehört, King? Ja. Ich bin heute Morgen erst mal zu Hause zurückgekommen. Und da ich möchte immer wissen, was sie macht, mit wem sie redet. Ist das klar? Ja, ja. Ist das klar? Ja! Nochmal Telefon für Sie. Wieder Herr Möllbach. Ich will jetzt noch nicht gehen, King. Komm mit. Nein, ich bleibe noch. Du kommst jetzt sofort mit. Lass mich los. Du hast mir nichts vorzuschreiben. Willst du Charlie bloßstellen vor den Typen da? Was ist denn schon dabei, wenn ich mich ein bisschen amüsiere? Man, du gehst mir echt auf den Geist. Irgendwelche Probleme? Soll ich denn dauernd zu Hause hocken und nur Fernsehen? Hey. Also deine Sachen, komm mit. Komm mit. Hey! Hey! Was ist? Belästigt er dich? Hä? Hey, King, was ist denn los? Kümmert euch um euren Kram. Macht der Ärger? Ach was, nein. Er nervt bloß. Hast du gehört? Du nervst, also zieh ab. Steh auf, Babs. King, wo spinnst du? Halt dich da raus, Gonzo. Ich bin nicht das Eigentum von Charlie. Komm, Babs. Ist doch alles ganz harmlos. Das kannst du einem von Hellberg berichten. Lassen Sie sie los. Also, was trinkst du? Geht auf meine Rechnung. Sie kommt jetzt mit. Komm, Babs. Lass mich los! Du lass mich los, Gassan! Hey, Charlie hat gesagt, du kommst mit!
Riecht es gut? Moment, Moment. Isst du nichts mit? Nein, ich hab dir doch erzählt, dass einer unserer Kosmetiklieferanten uns heute eingeladen hat. Die Spaghetti hätten gut noch eine Viertelstunde vertragen. Ihr habt al dente gesagt. Die knacken ja noch richtig zwischen den Zähnen. Wollt ihr lieber glibberige Nudeln haben? Dann hört schon auf. Auch noch rummeckern. Ich bin doch nicht eure Köchin. Soll King die fahren? Macht er gern. Raucht dauernd. Tanzt rum wie ein Nachtgespenst, weil der Nagellack nicht trocken wird. Kocht er noch saumäßig. Dusselige Kuh. Hackelig wieder auf ihr rum. Vergiss doch noch den Schlüssel. Was hast du da? Ja, von Hedda? Da, wo brennst, bitte. Hi, King. Ich bin Sonja. Jan Herzog schickt mich. Er hat gehört, dass du eine Menge Ärger hattest und meint, ich soll dich ein bisschen aufmuntern. Hat er mich nicht angekündigt? Typisch Jan, es sieht ihm wieder ähnlich. Was ist? Wollen wir hier festfrieren? Was ist denn los? Was? Wieso ein Notfall? Vielleicht gehen wir erst einmal in eine nette kleine Bar, uns etwas Appetit holen. Guten Abend, Herr von Hellberg. Hallo. Guten Abend. Wo sind die Autoschlüssel? Da, wo sie immer sind. Entschuldigung. Was ist denn los? Moment mal! Wenn wir helfen können, Charlie. Irgendwas Verdächtiges? Der sah ganz blass aus. Ich bin's. Oh. Ja, nun mach schon auf. Ja. Hallo. Was ist denn los? Hündchen hatte ganz schreckliches Fieber. Hast du keinen Schlüssel? Wie hoch? 39,4, aber jetzt ist es wieder gefallen. War der Arzt da? Ja, nein. Na, wieso nicht? Ich sagte doch, es geht ihr wieder besser. Hallo. Und warum? Deswegen haust du mich mitten in der Nacht aus dem Bett. Deine Tochter hat vielleicht hin und wieder mal ein Anrecht auf ihren Vater, findest du nicht? Außerdem, ich habe gegen 8 in deiner Dienststelle angerufen. Wenn die dich erst jetzt informieren... Möchtest du was essen? Um die Zeit? Weißt du, dass du gestern mit Franz verabredet warst zum Fußball? Ich rufe ihn an. Es ist jetzt das 4. Mal, dass du ihn versetzt. Allmählich verlieren wir alle unsere Freunde. Für dich. Vom Binchen. Geschenk gefunden. Mhm. Lag auf dem Tisch. Danke. Schlaf weiter. Hast du dich gefreut? Und wie?
denn los? Ich habe Angst, Charlie. Wovor? Wir sind uns so fremd geworden. Spürst du das nicht? Ich weiß gar nichts mehr von dir. In letzter Zeit hatte ich so wahnsinnig viel zu tun. Ich war fast ständig im Dienst. Ich möchte dich nicht verlieren. Warum sagst du sowas? Manchmal fällt mir halt einfach die Decke auf den Kopf. Scheiße. Wird doch bald vorbei sein. Wird's das? Aber ja. Wieso kannst du nicht einen Schreibtischjob annehmen, wie andere auch, und abends zu Hause sein? Ich spreche mit Kilian, Hab ich schon. Was? Ich habe mit seiner Frau gesprochen. Sie will mit ihm reden. Du hast mit seiner Frau gesprochen? Hinter meinem Rücken sprichst du mit der Frau von meinem Vorgesetzten über meine Arbeit? Das ist so wichtig, an welchem Fall du gerade arbeitest. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten, klar? Verdammt nochmal, es sind auch meine Angelegenheiten. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und du... Sei doch nicht so ein Scheiß, bist du lieber weg von zu Hause? Das ist doch alles Scheiße! Musst du so oft Scheiße sagen? Wie bitte? Was war das? Na, du sollst nicht so oft Scheiße sagen. Wir sind über 10 Jahre zusammen. Ich habe immer so geredet. Es hat dich nie gestört. Scheiße ist vulgär. Jetzt ist es auf einmal vulgär? Was ist denn bloß los mit uns? Der Fall macht alles kaputt. Weißt du, wie lange wir schon nicht mehr miteinander geschlafen haben? Das Wochenende nehme ich mir frei. Wir fahren in unser kleines Hotel. Das mit den vielen Mücken. Wir essen viel und schlafen lang. Im Chemischer rausgeflogen. Ich bin nicht rausgeflogen. Und was ist das da? Eine kleine Auseinandersetzung mit einem alten Freund. Du hast von dir aus gekündigt. Ich hatte die Schnauze voll, soll ich ewig am Rockzipfel meiner Schwester rumhängen? Und der hat sogar nichts rausgekriegt. Was soll er denn rauskriegen? Du hast nicht ausgepackt. Nein. Sei ehrlich, Ronny. Nein, red mit Goldstein, ob der... Halt die Fresse! Den Namen kennst du nicht. Er ist gut. Den hast du nie gehört. Okay, Rudi. Ist das klar? Halt dich ab! Scheiße.
Geh nach Hause. Verschwinde für ein paar Tage. Wir finden schon was für dich. Gedacht, jemand wollte die Freundin von einem Chef belästigen. Verstehe ich, Herr King. Aber da holzt man doch nicht gleich los. Keilt um sich. Was macht denn das für einen Eindruck? Mitten im Lokal von Michelle. Also, jeder von euch hat den anderen missverstanden, sowas passiert. Und damit sollten wir die Geschichte vergessen. Ich möchte, dass ihr drei euch wieder vertragt. Und mir aus? Also, gebt euch die Hand und vergesst den ganzen Mist. Jetzt gebt euch schon die Hand. Ist doch klar, es tut noch weh. Sorry. Kümmerst du dich um unsere Gäste? Komm. Nimm ihn mit. Jetzt seid ihr doch wieder Freunde. Hey, guck mal, was wir gefunden haben. Hey, 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 komm, 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 komm. Das ist ein Boden zu Hause. Komm. Was ist das zu glotzen? Ab. Und so. Na? Jungs, ihr holt mich da von einem Mordsblatt weg. Habt ihr euch das doch gut überlegt? Freund King? Rudi Kaltenbach. Ja. Gibt's ein Problem? Wir wollten nur ein wenig mit dir schwatzen. Du bist ein bisschen zu nervös. Ich? Du machst ein Gesicht, das würde dir mächtig verstinken. Es gibt ja auch keinen Grund. Der Laden läuft, ich zahle immer pünktlich. Was könnte mir denn stinken? Du sagst, deine Weste ist weiß. Warum sollte ich dir das nicht glauben? Ich kann dir doch trauen, Rudi. Ja, sicher. Jan, du kennst mich. Wie viel verdienst du, Rudi? Wieso, du weißt doch, wie viel ich verdiene. Und, reicht's nicht? Ach, klar reicht es. Ich kann nicht meckern. Es wird aber gemunkelt, dass du eine Stange mehr einnimmst, als du uns angibst. Moment. Wer sagt das? Komm. Manchmal braucht man ein bisschen mehr und man hält was zurück. Man denkt, keiner kriegt's mit. Jan, ich habe euch nie beschissen. Ehrlich. Vielleicht hast du es auch getan, um das Mädchen zu verwöhnen, dem du eine Wohnung gemietet hast. Glaubst du, davon erfahre ich nichts? Glaubst du, ich weiß nichts? Von dem neuen Auto? Und von dem Schmuck, den du deiner Hure schenkst? Okay. Was? Muss lauter reden. Ja, gut. Mag sein, dass ich hier und da mal ein bisschen Rahmen abgeschöpft habe. Aber echt nur ein bisschen, wirklich. Ich bin doch nicht verrückt. Ich würde euch doch nie verscheißern. Ihr seid doch meine Freunde. Wir sind doch Freunde, oder? Ja. Ja, ganz klar. Du bist ja unter Freunden.
Hört auf! Hört auf! Ich gleiche das Konto aus. Ihr bringt mich zum Club zurück. Ich schmeiß eine Runde und wir reden über alles, okay? Okay. Jan! Niemals hättest du, Schlappschwanz, sowas ohne Rückendeckung riskiert. Ich zahle dir mehr zurück, als dir zusteht, ich schwör's dir. Für wen arbeitest du, Rudi? Aua! Und wer hat dir gesagt, ich hätte nicht mehr alles im Griff? Keinen Mumm mehr in den Knochen! Keine Ahnung. Wird in seine Fresse hingehalten? Ständiger Schlager! Wer, Rudi? Ich weiß Bescheid. Aber ich will die Wahrheit von dir hören. Hilfe, bitte, ja! Ja, bitte! Hilfe! Hilfe! Na komm! Geh! Was hast du? Geht's dir nicht gut? Du siehst aus wie ausgekotzt. King gehört zu den Typen, die jung nicht gut aussehen. Und älter doch viel weniger. Er ist ein brutaler Hund, dein Jan Herzog. Wenn er sich nicht zur Wehr setzt, zerrinnt ihm alles zwischen den Händen. Entweder du gehörst zu den Wölfen oder zu den Schafen. Und die Schafe werden gerissen. Klingt nach Jan Herzog. Charlie. Hey, what's this guy's picture doing in the newspaper? They found him in the street, dead. Kaltenbach, diesmal. Was ist das für eine Quittung? Die haben den überfahren. Wofür war die gleich? Einfach überrollt. Einfach drüber. Charlie, der ist tot. Tut mir leid, dass ich so spät komme.
Irgendwas Wichtiges? Diese Überweisung des Schweizer Bankvereins. Sie möchten doch, dass keinerlei Verbindung zwischen Rüthli Properties und Herzog Investments nachzuweisen ist. Auf keinen Fall. Aber hier oben steht deutlich die Nummer des Privatkontos von Jan Herzog. Tja, das ist ein Versehen von unserer Buchhaltung. Ein sehr gefährliches Versehen. Mensch, Skinner, wenn das den Bullen in die Hände fällt. Genau das suchen die. Sowas gefährdet alles, was ich aufgebaut habe, verdammt nochmal. Den ganzen Buchhaltungsbereich müssen wir strenger durchorganisieren. Wäre schön, wenn du das kontrollieren könntest, Charlie. Wie war noch das Lieblingslied von Ronny? Ciao. Bleib nur. So lange können wir den Laden nicht geschlossen lassen. Ich gehe schon. Danke. Wir bleiben. Du bist tüchtig, Charlie. Wirklich tüchtig. Und? Ich trau dir. Weißt du, was das heißt? Man erzählt mir immer, wie wenig Menschen es gibt, denen ich trauen kann. Wie Cäsar will ich nicht nur von Freunden umgehen. Aber du wirst mich nicht enttäuschen. Du kannst auf mich zählen, Jan. Freundschaft ist wichtiger als Geld. Wichtiger als alles. Reichlich unergiebig alles. Wir müssen Geduld haben. Nur was langsam wächst, wächst gut. Erzähl das mal im Amt. Da höre ich immer nur die Kosten, die Kosten. Überhaupt nie einen Beleg für eine Querverbindung zwischen Rüthli Properties und Herzog Investments? Keine Überweisung oder dergleichen. Nein. Charlie? Ja? Aber Herzog vertraut dir doch noch. Schwer zu sagen. Er ist wie ein Chamäleon. Kaum zu beurteilen, was sich unter der Oberfläche abspielt. Hat mich damals amüsiert, dass er Herzog als Chamäleon bezeichnet hat. Ausgerechnet er. Mein Gott, wenn einer ein Chamäleon war, dann Charlie Held. Hm? Auch ein Popcorn. Hm? Warst du heute Nachmittag nicht im Laden? Nö. Wo warst du? Wieso? Was hast du gemacht? Ich bin einfach so ein bisschen rumspaziert. Konntest du denn einfach so weg?
Wer geht denn bei so einem Wetter schon zur Kosmetik? Noch Fragen? Hallo. Na sowas. Was machst du denn hier? Heute war keine Schule, dann bin ich mit einem Kollegen zum Einkaufen hier. Jetzt wollten wir noch ins Kino. Hähnchen ist bei Kieslings nebenan. Das darf ich mal vorstellen, Frau Sattler. Meine... Ich bin eine alte Freundin von Herrn Held. Ach ja? Wollen wir nicht nach dem Kino noch was Herrn zusammen Held? Trinken? Dann muss ich gleich nach Hause, tut mir leid. War nett, Sie kennenzulernen. Schönen Abend noch. Zweimal Balkon, bitte. Wieso Held? Was? Ja, wieso sagt sie, sie ist eine alte Freundin von Herrn Held? Was ist denn? Wieso nennt sie dich Held? War nicht so heiße. Sie ist meine Frau. Polizei. Ja. Und wie viel von dir bist du selbst? Ich versuche es rauszufinden. Was hast du mit Jan Herzog vor? Ihn überführen, vor Gericht bringen, einsperren. Wie kann man sich für so einen Job hergeben? Mich belogen. Du hast mich benutzt. Jedes Wort, jede Berührung war nur Lüge. Fass mich nicht an. Wag es nicht, mich zu berühren. Warum diese ganze miese Lügerei? Ich habe noch nie im Leben eine Frau wie dich kennengelernt. Und warum jetzt? Warum sagst du auf einmal jetzt die Wahrheit? Warum gerade heute Abend? Ich will dich nicht mehr täuschen. Ich kann nicht mehr. Du hast mir immer was vorgemacht. Immer, auch wenn wir uns geliebt haben. Nein, das stimmt nicht. Für dich. Du hast bloß Jan Herzog zu informieren. Oder deinen speziellen Freund Gehlen. Dann bin ich morgen tot. Familie lässt sich grüßen. Barbara nicht da? So, jetzt habe ich aber Hunger. Häppchen essen? So. Oh. Haha, die Rippchen sind doch da. Wunderbar. Leberwurst. Weißt du was? Jetzt machen wir uns gemütlich einen Abend. So wie früher.
Nur wir beide. Barbara und ich haben uns getrennt. Wir haben Schluss gemacht. Wirklich? Sie verdient was Besseres als einen verheirateten Mann. Klar. Sie ist fantastisch. Wirklich nett. Ein bisschen überdreht, aber trotzdem. Ist vielleicht besser für dich, Charlie. Im Grunde ist sie doch eine Schnepfe. Hm? Eine Schnepfe von der Straße. Du kennst dich ja aus. Ist das meine Kanone? Komm, Häppchen. Was war da eigentlich neulich los? Im Chemischel? Mit Gel? Ich hab ihm eine gedonnert. Er hat doch geschlagen. Das hab ich dir doch erzählt. Nein. Nein? War auch nicht so wichtig. Worum ging's? Er war besoffen, hat Scheiße geredet. Hab ihm die Fresse poliert. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Dann wozu? Hat doch mit dir nichts zu tun gehabt. Bist du da sicher? Aber ja. Ich hab's aber ganz anders gehört. Was soll denn das heißen? Ich hab's anders gehört. Ich hab Gehlen eine gedonnert. Den Wadenbeißer von Herzog auch. Kleine Meinungsverschiedenheit. Ja? Kommt doch mal vor. Ging's um Barbara? Nein, nein. Oh. Wo willst du das wissen? Ich weiß es eben. Sag mal. Hast du keine anderen Sorgen? Mensch. Hat Gehlen was mit Barbara? Ob er sie bumst, will ich wissen. Ja, was weiß ich? Ist doch jetzt egal. Ihr habt euch getrennt. Hast du was mit ihr gehabt? Was? Habt ihr es getrieben miteinander? Immer wenn ich nicht hier war, hm? Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Hat dich die kleine Tussi jetzt total in den Verstand gebracht? Antworte mir. Antworte mir! Hey, das ist mir zu bescheuert. Clever. Richtig clever. Auf alles hast du eine Antwort. Bloß nicht auf das, was ich von dir wissen will. Ich frage dich noch einmal. Hast du oder hast du nicht? Leck mich am Arsch. Mein Ping schieß. Du tust mir leid, Charlie. Okay, er schießt mich von hinten. Ich geh nämlich jetzt. In diesem Irrenhaus bleibe ich nicht länger. Keine Minute. Thank you.
emotions and